Hallo Stier, herzlich willkommen Stier zu deiner Monatslegung November 2023. Stier, ältere Generation, fühlt euch bitte willkommen. Die Legung wird ein bisschen intensiver werden, weil einfach November andere Energien mit sich bringt. Seid also gespannt. Habt ihr Fragen? Okay, fragt anhand eurer Kommentare. Ich sag besser am Anfang. Private Legung, zielorientierte Therapie. Ja, die geht 2 Stunden. Schreibt mich an. Ich gebe euch zeitnah noch einen Termin. Ich habe nur noch 2 Termine für Oktober frei. Notfall-Express-Termine. Wenn es ein Notfall ist, kriegst du am gleichen Tag noch. Aber wie gesagt, schreibt mich an. Wichtig war, das jetzt schon mal rauszulassen, weil die Stierenergie im Monat November wirklich viel gefordert wird. Ja? Das heißt, du bist ein Brunnen, wo Wasser ist oder wo Wasser drin ist. Okay? Das heißt, du bist ein Mensch, der viele Ideen hat, viele Kreationen hat, ja, der sehr kreativ sein kann, der viele Wünsche hat, viele Ideen hat, der so viele Projekte erreichen kann, aber manchmal ist es zu viel, in die Umsetzung zu gehen. Und hier geht es vor allen Dingen jetzt darum, im Monat November aus all diesen Kapazitäten, aus all diesen Sachen, die durch deinen Kopf fließen, ja, ein Puzzle zu bilden, in die Umsetzung zu gehen, in die Verwirklichung zu gehen und dann alle Frustrationen, alle Themen, die dich beschäftigen, nicht loszulassen, sondern sich aufzeigen zu lassen, um hier eine bessere Frequenz zu erreichen. Wir haben auch schon das Thema Kind, das Thema Jugend, das Thema Schönheitsoperation für den einen oder anderen, das Thema Spiritualität, das Thema Neugier, das Thema Kohle. 7, die Karte des Vertrauens, 7, die Karte des alles das nach vorne zu bringen, was einem selber wichtig erscheint, okay? Deine Hauptenergie ist der Stier, das bist du also selber, okay? Wir haben die Jungfrau, wir haben den Stier, wir haben die Erdenergie. Stier, es geht darum, dass am 4., am 5., am 14., am 15., 24. und 25. darfst du immer mal wieder eine Pause einlegen, dich neu justieren und alle Themen, die mit Menschen zu tun haben, die dir nahestehen, mit Menschen zu tun haben, die aus der Vergangenheit kommen, mit Menschen zu tun haben, die auch familiär bedingt in deinem Leben immer noch sind oder waren und dir etwas an Verletzung gezeigt haben oder an Liebe gezeigt haben, nochmal einen Moment durchzuatmen. Die Vergangenheit kann ich dir nochmal aufholen in den benannten Tagen. Und hier geht es darum, kehre in dich. 9., 19., 29. kehre in dich, weil eine Entscheidung, die du aus der Ruhe heraus treffen darfst, eine Entscheidung, die du aus der Liebe heraus treffen darfst, eine Entscheidung, die du aus der Sicherheit, aus der Empathie, aus der Power, aus der Leidenschaft, aus der Disziplin, aus der Bodenständigkeit heraus treffen darfst, wird dir einen Erfolg bringen. Für viele geht es hier schon um Dreieckskisten, um die Liebe. Ja, um nachzudenken, wie löse ich das, wie kann ich das, ich mache, ich tue, ich komme nicht weiter. Viele Fragen wird sich dir stellen dürfen, aber auch ein gesunder Nährboden, der mit Blühen zu tun hat, der mit Blumendüfte zu tun hat. Ich sehe Blumendüfte, ich rieche Blumendüfte. Es geht um Schönheit, es geht um Veränderung, es geht um Make-up, es geht um Haarschmuck, es geht um Friseure, es geht um schöne Kleidung. November wird ein Monat der Optik. Ja, um etwas zu zeigen, um etwas Optisches zu verändern, um einen besseren Job auch zu bekommen durch deine Optik. Aber es geht auch um die Schönheit an sich, das Leben so zu beginnen, so zu leben, so zu genießen, so zu verabschieden, wie es deine Tagesstimmung gerade bedarf, aber auch wie es die Notwendigkeit bedarf, die Klarheit zu haben. Es geht um Schwangerschaften, für die, die noch schwanger werden dürfen oder können, ja. Es geht um Geburten, aber es geht vor allen Dingen darum, in dir schlummert eine Version von dir, die genug hat von Hinterhalt, von Schmerzen, von Untreuen. In dir schlummert eine Version, die die Schnauze voll hat, ja. Immer wieder auf den gleichen Kakao reinzufallen, immer wieder auf das Geld zu warten, immer wieder auf die Projekte zu warten, immer wieder darauf zu warten, dass sich etwas in deinem Leben verändert, ja, und du machst und du machst und du machst und es tut sich nicht. Das ist eine kleine Gruppe von Leuten, ja. Ihr sollt einfach begreifen oder lernen oder kennen im Monat November, dass das, wonach du dich eigentlich wirklich sehnst und das, was du eigentlich anstrebst und wo du deine Energie verschwendest oder reinsetzt, ist nicht das, was du haben sollst oder was du machen sollst. Das heißt, der richtige Blickwinkel darf noch erkannt werden. Für die, die was mit Papiere, Dokumenten zu tun haben, mit Unterschriften, mit Gerechtigkeit, ja, mit Auszahlungen, alle die, die etwas mit
dem Gleichgewicht zu tun haben, eine Situation wieder in den Flow zu bringen. Es geht darum, dass aus der Vergangenheit noch Schulden vielleicht sind. Aus der Vergangenheit gibt es vielleicht noch ungeklärte Themen, die im Monat November nicht nur aufgezeigt werden, sondern den Abschluss einer Situation verhindern können. Immer erst das Vergangene bereinigen und dann nach vorne schreiten. Ja? Wir haben eine Frau, die dir helfen wird, familiär, wie auch immer, eine sehr attraktive Frau, sinnliche Frau, helle Hauttyp, gefärbte Haare, zwischen blond, braun und rote Haare gefärbte, okay? Oder auch von Natur rote Haare, aber ich habe hier viel die gefärbten Haare. Die Frau wird dir helfen, finanziell oder in deine Sicherheit zu kommen. Diese Frau kann dir aber auch helfen, einfach nur im Leben Spaß zu haben im Monat November. Vorsichtig, ja, eine Untreue, vorsichtig ein Hinterhalt, vorsichtig ein Versprechen, was du irgendwann mal abgegeben hast, kann jetzt nochmal auf dich zukommen und negative Auswirkungen haben. Im Großen und Ganzen haben wir einen mega geilen Monat, wo wir sagen, Stier, pack deine Klamotten und mach einen Urlaub, pack deine Klamotten und geh einfach shoppen, pack deine Klamotten, ja, und schreib mich an für eine private Legung und schreib mich an für die Fragen, die dir wichtig sind, ja, pack deine Klamotten, alle zusammen, die du haben musst, okay, und mach etwas, was dein Leben verändert. Klamotten heißt nicht nur deine Koffer packen, sondern Klamotten heißt dein ganzes Chaos, deine ganzen Sicherheiten, interne und externe Sachen einzupacken, zu analysieren und dann in Bewegung zu bringen. Wir haben einen Stier im Monat November. Ihr merkt, ich rede sehr schnell, weil es gibt viel zu viele Botschaften, die für Stier an den Tag kommen dürfen. Das heißt, im Familiären, ja, haben wir ein paar Sicherheiten, die neu aufblühen werden, aber auch ein Thema zwischen Eltern, die geschieden sind, oder Elternpaare, die sich trennen werden. Ja, da wird es ein paar Thematiken geben. Es ist wichtig, dass du dir einfach im Thema Familie den Raum und die Zeit nimmst, abzuschließen, was zu klären oder Einsatz zu zeigen. Ja, mental, rational, von der Struktur her kann es sein, dass du manchmal ein bisschen kalt sein könntest, wenn es darum geht, ja, Dinge, die dir nicht passen, anzunehmen oder wenn man dir einen Ratschlag geben will, wo du sagst, nein, 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 das passt überhaupt gar nicht. Das heißt, am 7., am 17., am 27. könnte es ein paar Konflikte geben, aber auch vorsichtig mit Diebstählen, vorsichtig mit ein paar Unfällen, vorsichtig alles, was so mental, rational ist, alles, was eine starke Kommunikation auf verbaler Ebene ist, sei ein bisschen vorsichtig damit, okay? Wir haben hier viele Energien, wo ich sage, ausziehen, umziehen, Fortbildung, Weiterbildung, Reha, Kliniken, neue Thematiken. Also es kommt Bewegung, Auslandsprojekte, Auslandsaufenthalte, Kontakt mit dem Ausland, aber auch ausländische Sprache ist hier sehr, sehr wichtig. Auch vielleicht der Tanz, also Ausland, Ausländer haben wir hier in Verbindung mit Stier im November sehr, sehr viel. Mut, Willensstärke, Gelassenheit, alles ist da. Gesundheit wird ein bisschen angekratzt sein, nicht schlimm. Wichtig ist einfach, das, was du potenziell erreichen möchtest, ist da, aber die Umsetzung muss die richtige sein. Und da komme ich ins Spiel, helfe dir gerne bei der Umsetzung, frag mich einfach, okay? Du wirst Sachen zurücklassen, Menschen, Situationen, Glaubensrichtungen, sexuelle Kontakte, ja. Du wirst den Machtkampf zurücklassen können. Dein Potenzial heißt, Vertrauen zurückzulassen, neu zu starten, weiter zu starten, neue Motivation zu haben und dich nicht zu ergeben, sondern weiterzumachen. Egal wie oft du stagnierst, egal wie oft eine Situation sich vielleicht nicht ganz so klar zeigt, es wird super. Ex-Partner, ja, egal ob ihr Kinder habt oder nicht, ihr werdet im Monat November mehr in Kontakt sein wie normalerweise. Singles, Alleinerziehende, ältere Generation. Es ist wichtig, dass ihr die Rolle übernimmt, die wichtig sind. Okay, hier kommt schon die Ex-Partnerschaft, die Ex-Liebe, die verflossene Liebe, die auf einmal wieder auf den Schirm kommt, die auf einmal wieder in die Träume kommt. Das Ex, die Ex, ja, das Ex-Leben, die Vergangenheit wird ein Thema sein müssen im Monat November, um alles zum Abschluss zu bringen, um deine Energien zu kanalisieren und frei zu sein. Ich sehe einen Stier, der möchte, der auch nicht möchte. Ein Stier, der verhindern soll, in eine gleiche Schematik zu kommen wie vor einiger Zeit. Ein Stier, der sich dorthin führen lassen soll mit seiner Kreativität. Ja, wirklich sich Flügel wachsen zu lassen. Ein Stier, der aus der Ordnung, aus der Disziplin, aus der Kontrolle, aus dieser geilen Power bestehenden Kraftposition sich einfach zu erlauben, zu zeigen, wer hier die Hörner hat, aber auch mit dem Herzen an dem richtigen Fleck. Alles, was mit Ex zu tun hat, kommt am Start, aber auch neue Liebesgeschichten. Ja, diese Sachen, wo du gerne, ja, dich hast
beglücken lassen wollen oder verführen lassen wollen oder möchtest. Es wird geschehen, aber öffne dich der Liebe. Okay? So, das heißt, die Liebe hat gute Aussichten, Gehör zu finden. Die Liebe hat gute Aussichten auf Erfolg. Die Liebe hat gute Aussichten auf ein wunderschönes Miteinander. Es gibt einen Engel, der heißt der Engel des Vertrauens. Und der Engel des Vertrauens möchte dir, Stier, einfach sagen, Monat November heißt, vertraue das Leben, vertraue dich, vertraue dir, ja, vertraue dich dem Leben an vor allen Dingen, glaube an dich, glaube an die geistige Welt, glaube an die Liebe, glaube an das, was du erreichen möchtest, aber mache es auf den richtigen Vorsätzen, okay? Buchstabe E, N, S, Q, B, J, R, D und G. Passt diese Buchstaben an. Leute, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Kritiker, ja, die sagen, Alene, du hast so schnell geredet. Das bin nicht ich, das sind eure Energien jetzt und das sind eure Energien auch bereits im Monat November, okay? Denkt dran, schreibt mich an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, okay, ich kommentiere das gerne hier. Und wenn nicht, schreibt mich an für private Legungen, zielorientierte Therapien. Leute, Stier, es wird ganz krass. Mich hat es echt ein Ei aus der Hose gekostet, diese Legung heute in Ruhe zu machen, so gut es geht. Aber eure Energien, ich sag nochmal, sind so pornostark, dass es mir selber den Atem raubt, okay? Also Stier, ich wünsche euch alles Liebe. Ich bin gespannt, was du aus dem Monat November machst. Bis dahin. Bye.